Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge nicht wieder so viele Tore kassieren wie in der letzten Folge. Gegen Magdeburg ist auch das Spiel gestern in der Trainerkarriere ziemlich hoch ausgegangen. Guckt euch an, war ein mega spannendes Spiel. Ich hoffe, dass wir hier die Würzburg Kickers ein bisschen retten können und das nicht so hoch ausgeht. Tabelle ist Magdeburg auf Platz 12 und wir sind auf Platz 18. Wir müssen uns endlich wieder ein bisschen hochschrauben, das wäre ganz wichtig. Wir haben bisher nur einen Punkt aus drei Spielen geholt und jetzt das vierte Spiel. Wenigstens ein Unentschieden, dass wir wenigstens noch einen Punkt bekommen. Das wäre mir wichtig. Für die gestrige Folge nochmal ganz kurz, falls jemand die gestrige Folge gesehen hat und sich gefragt hat, warum denn kein Stream kam. Ich wollte die gestrige Folge eigentlich schon am Freitag hochladen. Und am Freitag kam dann eben auch der Stream, bloß die Folge, die hat halt einfach, also ne, es hat nicht geklappt, also das hat sich hinausgezögert und deswegen habe ich dann es gar nicht mehr geschafft, die Folge vor dem Stream zu bringen. Deswegen dachte ich mir, ich bringe sie am Montag und Freitag dann eben nur der Stream. Ja, sorry auf jeden Fall an der Stelle dafür, aber kein Problem. So, wir starten jetzt ins Spiel. Magdeburg gegen Würzburg Kickers. Let's go. Und bitte nicht wieder 200 Milliarden Tore kassieren. Also ich hoffe, dass ich heute in diesem Spiel ein paar Paraden raushau und nicht alle Bälle, die auf mein Tor kommen, quasi reinlasse. Ich hoffe, dass wir hier wir mindestens einen Unentschieden rausholen, wenn nicht sogar einen Sieg. Und das fängt schon mal gar nicht schlecht an. Das war nämlich eine ganz knappe Angelegenheit hier. Baumann fehlt das Tor ganz haarscharf. Den haben wir geklärt, perfekt. Es war nur Abseits, aber wir haben uns hier schon mal ausgezeichnet, auch wenn es hier eben Abseits war. Und das war auch knappes Abseits. Wir haben ihn auf jeden Fall gehalten. Naja, das ist unrealistisch. Der ist nicht für 170, für 220. Ich krieg ihn nicht. Das ist unfassbar. Ihr glaubt mir gar nicht, wie früh ich geschnallt habe, dass es jetzt gefährlich wird und wie schnell ich drauf gedrückt habe, auf X und nach rechts gesprungen bin und alles mögliche. Aber ich kriege ihn einfach nicht. Ich bin dafür einfach noch nicht der perfekte Torwart. Muss ich einfach noch viel mehr trainieren. Ich wollte meine Mannschaft schon voll loben, weil sie echt nicht schlecht verteidigen. Besser wie sonst eigentlich. Aber da kam er wieder durch. Wieder ungefähr 27. Minute. Ich bin zwar gesprungen wie ein junger Gott, aber der Ball geht trotzdem rein. Und wieder. Wieder liegen wir mit 1-0 hinten. Aber ich weiß nicht, was ich noch anders machen soll. Frag mich bitte nicht. Den haben wir. Kein starker Schuss. Aber ich kann mich ja schon mal freuen, wenn ich hier einen Ball fange. Denn vielleicht bekommen wir so eben eine bessere Bewertung, werden immer besser. Können dann auch mal Bälle wie vorhin halten. Ich meine, der Schuss war schon
nicht schlecht vorhin, das ist 1-0, aber ich bin halt so früh gesprungen, da habe ich echt gedacht, vielleicht kratze ich hier noch raus. Ich stand auch nicht mal schlecht, also kein schlechtes Stellungsspiel oder so. Meine Mannschaft, die bringt den Ball nie ins Tor. Das ist auch geil. Jetzt vielleicht. Kipper hat ihn. Noch eine halbe Stunde zu spielen. Mal gucken, was noch geht. Torwart hat ihn wieder. Oh Mann, oh Mann. Aber sie spielen schon definitiv besser wie sonst. Aber sie bringen den Ball trotzdem nicht über die Linie. Das ist unfassbar. Wen haben wir? Schön. Den habe ich. Und es gibt Strafstoß. Was? Ich kann mich hier gerade auszeichnen. Hab den Ball hier weggefaustet. Und dann auch noch pariert. Und hier heißt es Hand. Und Strafstoß. 2-0. Ja, falsche Ecke ausgesucht. Nix war's. Oh Mann, ey, es lief gerade gar nicht schlecht. Also ich habe den einen Ball da rausgefaustet, den anderen dann gehalten, den Schuss da. Aber da hat er schon gepfiffen gehabt. Hand. Elfmeter. Und dann entscheide ich mich für die falsche Ecke, aber da kann man mir nichts vormachen. Elfmeter ist nicht einfach zu halten. So. Ende. Wir haben verloren. Mal wieder. 2-0 und wir sind sehr weit unten jetzt auf der Tabelle. Kein schlechtes Spiel von uns. Drei gefangen, zwei pariert. Eine abgefangene Flanke auch noch. Nicht schlecht. So, Osnabrück hat gewonnen gegen Hallerscheifz. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Wir sind ziemlich weit unten. Platz 19 von 20 mit einem Punkt. Oh, was stand da? Wird Mike den Erwartungen nicht gerecht? Puh, das kann ich dir nicht sagen, weil eigentlich fand ich dieses Spiel jetzt ziemlich cool. War kein schlechtes Spiel. Das liegt allgemein auch ein bisschen an unserer Mannschaft. So, wir machen wieder das Training. Torwart zeige ich euch. Den Rest simuliere ich. Oder nee, den Rest simuliere ich nicht, aber den zeige ich euch bloß nicht. Also den Rest spiele ich schon auch selber, bloß das hat halt wenig mit der Torwartkarriere zu tun. Von daher zeige ich euch das immer nicht. Also wir werden besser, das habe ich in diesem Spiel schon gemerkt. Also wie gesagt, den einen Ball, da bin ich zwar auch sau früh gesprungen bei dem 1 zu 0. Ich dachte vielleicht, dass wir ihn sogar noch bekommen, aber er war einfach zu gut geschossen für uns. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es nicht schlecht war, das Spiel. Drei gefangen, einen pariert. Zwei pariert, das war nicht schlecht. Es sind fünf Bälle, die wegen mir nicht reingingen. Und eine Flanke auch noch abgefangen. Also ganz so schlecht ist es nicht. Nur die Mannschaft, die müsste dann auch noch ein bisschen mehr. Also ich meine, dieses Spiel waren sie nicht schlecht. Also auch eine Abwehr besser als sonst. Aber der Ball geht nicht über die Linie.
Komm, den müssen wir jetzt noch halten. Jawohl, jetzt haben wir ein A. Ja, wie gesagt, die nächsten beiden überspringe ich und wir sehen uns gleich. Zweimal A, zweimal B ist okay, passt schon. So, Ding beenden, beenden. Puh. Was? Durchschnittliche Bewertung von mindestens 9,0? Hä? Was ist das denn jetzt? Kurze Beachtigung, der Beweis zurück. Ja, okay. Was ich ja gut finde, dass man hier nicht ausgeliehen wird. Oh nein, das Spiel gegen Hansa Rostock, die sind Platz 1. Ui, 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 ui. Okay, wir machen gleich nochmal ein Training. Schadet definitiv nicht. Das ist so die einzigste Möglichkeit, die ich wirklich vollkommen sehe, um uns zu verbessern. Klar, wenn man im Spiel glänzt, kann man sich auch gut verbessern. Aber dann musst du erstmal im Spiel glänzen. Und das ist nicht einfach. Vor allem, wenn wir jetzt gegen Hansa Rostock ran sollen. Ich glänze gerade nicht mal im Training, Alter. Was mache ich gerade? Okay, den sollte ich jetzt haben. Den habe ich auch. Okay, ein A ist ein A. So, machen wir direkt weiter hier. Na, Mann. Er ist da oft zu spät. Okay, wir haben sogar viele festgehalten. Nice one. So, die nächsten zwei überspringe ich wieder. Bis gleich. Dreimal A und leider einmal nur ein C. Aber gut. Nicht übel. Beenden wir das. Und dann starten wir direkt beim Spiel. Let's go. So, auf geht's ins Spiel gegen den Verein, mit dem wir die Trainerkarriere bestreiten. Hansa Rostock gegen die Würzburg Kickers. Wir sind zwar zu Hause, aber ob uns das was bringt. Gegen Platz 1, weiß ich nicht. Und wir sind ein bisschen besser geworden durchs Training. Aber wie gesagt, ob uns das was bringt. Keine Ahnung. Ja, nice Abseits. Schade, das war nicht eine schlechte Chance. Die Chance war gut. Also die Mannschaft bemüht sich gerade richtig. Das ist wie in der Trainerkarriere. Ich will nicht zu viel spoilern, also könnt ihr mal reingucken. Da haben wir auch schon mit Hansa Rostock eben gegen die Würzburger Kickers gespielt. Und da haben sich die Würzburger Kickers sowas von angestrengt. Das war krass. Müsst ihr euch angucken. Okay. Ja! Königs! Was? Würzburg Kickers zu Hause. Gegen Hansa Rostock machen das 1-0. Und jetzt müssen wir wachsam sein, denn Hansa Rostock wird aufdrehen. Halbzeit! Das gab's lang nicht mehr. Wir führen zur Halbzeit mit 1 zu 0.
Das sogar gegen den Tabellenersten. Holy moly, da strengt sich unsere Mannschaft aber richtig an. Das gibt es doch nicht. 1-1. Wir schaffen es nicht, einen Ball so richtig rauszukratzen. Ich meine, der Schuss hat sowas von gepasst wieder. Der war sowas von ins Eck. Aber ich drück auf Springen. Und das sowas von schnell. Und es bringt mir nichts. Fuck. Schön. Jawohl. Zum Glück geht er nicht rein. Das wäre jetzt echt ziemlich, ziemlich bitter. Nein, nein, nein. Bleibt weg von meinem Tor. Nice. Zwar kein Sieg, aber ein Unentschieden gegen Platz 1 kann man auch mal machen. Ist nicht schlecht. Einpariert ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn, aber nicht übel. So, lala. Nice one. Oh nein. Oh nein. Deutscher Pokal wieder gegen Hansa Rostock. Was? Baumann fällt für 3 Wochen aus. Auch das noch. Wieder gegen Hansa Rostock. Pokal. Deutscher Pokal. Puh. Eieieiei. Wir gucken mal in die Liga. Wir sind einen Platz höher gekommen. Wir haben natürlich nur einen Punkt bekommen. Naja, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber Hansa Rostock hat jetzt nur noch 11 Punkte. Und Magdeburg ist mit 10 dahinter. Guck mal, die sind von Platz 12 auf Platz 2. Magdeburg, Alter, was ist denn mit euch los? Krass. Ja gut, war auf jeden Fall, das zweite Spiel war wirklich nicht übel gegen Hansa Rostock. Da hat unsere Mannschaft echt Power bewiesen. Und im ersten Spiel haben wir doch ein paar gut pariert. Kann man auch nicht sagen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also hier steht jetzt auf jeden Fall wieder 7,5er Bewertung, nicht 9,0. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ein paar weniger Tore sollten wir kassieren, ein paar mehr Paraden bekommen. Wir müssen uns noch ein bisschen verbessern, ich muss noch ein bisschen üben, aber ich werde auch jetzt schon immer besser. Wir kriegen bald ein 69er Rating, sehe ich, Alter, sehe ich da unten gerade. Und ja, das kriegen wir schon alles hin. Ich würde sagen, lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes, feel like a title.